Hallo, mein Name ist André. Ich bin technischer Außendienstmitarbeiter der Firma KS Tools und ich möchte euch heute unser Werkzeug zum Reinigen von ABS-Sensorbohrungen am Radlagergehäuse vorstellen. Das Werkzeug besteht aus einer Ratsche und speziellen Reibahlen. Wundert euch nicht, dass bei dieser speziellen Ratsche das Werkzeug nur in einer Richtung funktioniert und in der Linksbewegung rutscht die Ratsche durch. Das verhindert, dass ihr die Reibahlen nicht in der falschen Richtung bedienen könnt und somit die Schneidflächen der Reibahlen ruiniert werden würden. Wenn der ABS-Sensor ausgebaut ist, dann sind die Bohrungen meist verschmutzt und der neue ABS-Sensor hat nicht genügend Spiel, um in die Passbohrung reinzukommen. Und da ist es notwendig, dass wir mit diesem Werkzeug die Bohrung exakt wiederherstellen und reinigen, sodass der neue ABS-Sensor sauber und spielfrei eingesetzt werden kann. Die Vorteile des Werkzeugs sind also, dass wir am Fahrzeug arbeiten können, dass ihr eine exakte Reparatur durchführen könnt und der neue ABS-Sensor spielfrei und exakt eingebaut werden kann.